Was geht ab, meine lieben Zockfreunde? Hier ist wieder euer Vizio. Und wir spielen heute die Gravity Rush 2 Demo. Mich hat ja der gute René alias 100% Gamer, alias derjenige, der immer verliert, wenn ich gegen ihn in Dead or Alive 5 spiele. Nee, Spaß. Aber er hat mich halt darauf aufmerksam gemacht, ich hab's auch bei ihm angeguckt und dachte, er hat gesagt so, mal komm, probier mal aus, ich will mal sehen, wie du es mal meinen kriegst. Deswegen, ohne zu zögern, direkt durchstarten. Okay. Es gibt zwei Strecken, welche wählst du lieber? Erstmal die für neue Spiele, weil ich keine Ahnung von Gravity Rush. Sid? Okay. Hey Sid. Was gibt's? Seit uns dieser Gravitationssturm aus Hexville gerissen hat, sitzen wir hier fest und schuften für die Banga-Siedlung in den Minen. Ich frage mich, was uns in Jigaparola Lao wohl erwartet. Da draußen könnte Ärger auf uns warten, Sid. Und wir wissen noch immer nicht, wie wir wieder nach Hexville kommen. Oh, ich sehe etwas, da drüben. Das ist Jigaparola. Ist ja riesig. Oh, okay, jetzt kann ich mich frei bewegen. Du kannst die Kamera einstellen, okay? Na, brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Mann, aber ich muss schon rein. Mir gefällt der Zeichenstil von dem Spiel. Sieht ziemlich geil aus, so. So, und kann ich. Oh Mann, ich würd rausspringen. Oh Mann. Soll ich jetzt mal zu Sid gehen oder was ist los? Sid? Oh ne, ich muss einfach nur warten. Achso. Mann, ich dachte, ich könnte es einfach so rausspringen, ey. Ah, ich glaube, es ist dann Zeit für ein kleines Training. Begib dich zum Ziel, okay. Ah, oh, chillig. Hm. Was kann ich so grinden? Eventuell so auf Stangen? Ah, ich kann mich drauf bewegen, so. Was ist denn eigentlich das hier? Ist das sozusagen ein Ingame-Währung? Schwerkraft verändern und auf die Wand stellen. Schweben. Oh. Ach du Scheiße. Okay, das ist mal chillig. Und hier rauf schweben, okay. Ah, du Scheiße. Kopfüber mal. Das ist chillig. So. Hä? Hab ich doch. Beim Schweben den Controller neigen. Auch ernsthaft? Okay, das ist aber auch chillig, so mit Controller-Einstellung, aber... Na, ich weiß nicht, ich mag nicht so gerne mit Controller-Steuerung. Ich mag es lieber, wenn ich selber auswählen kann. So mit einer Analogstick halt. Was man auch kann, aber irgendwie ist so Controller-Einstellung mit drin und so. Oh. Achso, einfach nur L1. Okay. Oh. Entschuldigung. So. Okay. So. Versuche ich in der Luft zu stoppen. Fast da. Okay. Toll. Stoppe kurz bevor
den Bodengerüst, okay. Das war ein bisschen zu früh, okay. Egal. Gravitationssteuerung erlernt. Chillig. Ich muss sagen, das Spiel, es sieht gut aus, mein Headset ist wieder leer. Und ja, ich weiß nicht, es hat einen Charme an sich. Oh, hey Sid. Sieht gut aus, Gravi-Königin. Danke, ich finde, es wird Zeit für meine Stadtbesichtigung. Okay. Entschuldigung, kommt gerade jemand rein? Stadtbesichtigung, juhu! Alter, die Stadt ist schön belebt, aber... Oh. Okay, ich rempel mal eben an, so. Entschuldigung, muss vorbei! Entschuldigung! Entschuldigung, muss vorbei! Whee! Whee! Ach, überall sind Nevi. Oh, kacke. Angriff? Oh shit! Oh shit, Kate hat ein paar Kicks, ey! Okay, kommt her, ich kick euch aus dem Leben. Oh, du? Bitte? Okay, du so Stress, ey. Komm her! Ah, oh, okay, Luft, ernsthaft? Stasisfelder und Würfe. Drücke Kreis im Nahenblick, den ein Stasisfeld zu ziehen. Oh, oh, okay, das ist chillig. Wenn du das Fadenkreuz in der Bildschirmmitte auf einen Gegner richtest, erscheint ein blauer Kreis. Und das ist ein Schwachpunkt. Sobald dieser Kreis zu sehen ist, kannst du... Okay. Chillig, okay. Gib mir was. So, und... Erledigt. Das ist doch mal chillig, ey. Also mir gefällt das bis jetzt sozusagen. Hey, junge Dame, sie waren unglaublich. Oh, das war auch nicht... Wenn es irgendwo Ärger gibt, reagiere ich einfach, wissen Sie? Naja, hier ist ein Gratisspieß. Kleines Dankeschön von mir. Danke. Ich habe zu danken, ich hatte wirklich Hunger. Der ist schon mal ein bisschen groß. Oh, du? Oh, du kriegst was von mir. Das ist mein Hähnchen. Ey, ganz ehrlich, ich... Oh, oh, was mach ich da? Alter, was passiert da gerade? Gib mir mein Hühnchen zurück. Was ist das hier? Das nehmen wir mal gerne mit. Alter. Ich schwöre bei Gott, ich hol's mir zurück. Na super. Oh. Das ist doch Vogo. Ein Gespräch mit ihm heitert mich vielleicht auf. Wer weiß, vielleicht lädt er mich zu einem Laumöwenspieß ein. Ja, Cat hat nur Hunger hier. Oh. Entschuldigung. Ich wollte jetzt keine Eigentumsbeschädigung machen. Story-Mission, verbotene Frucht. Okay. Nein, sie müssen da sein. Ich muss mich erzählt haben. 6, 7, 8, 9. Moment! Auf einmal sind es mehr? Das gibt's doch nicht! Hä? Ey! Was glaubst du, was machst du? Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Ist das nicht das Erz, für das ich mich so abgerackert habe, um es zu besorgen? Nachdem ich dafür so geschuft habe, will ich wissen, wohin es bringst. Das ist das Letzte, was ich brauchen kann. Wenn ich vielleicht noch einmal durchzähle... Vogo! Vogo Sun!
Was dauert das so lange? Oh, ich gehe die Lieferung noch ein letztes Mal durch. Ich bin rückfällig, versprochen. Das hoffe ich. Wenn sie sich verspäten, gibt es jede Menge andere Händler, die ihre Stelle einnehmen können. Natürlich. Ich verstehe nicht, wie konnten die verschwinden? Was mache ich nur? Wie konnte was verschwinden? Also, okay, wenn du es versprichst, es für dich zu behalten. Okay. Blablabla. Was? Zusatzepisode Verbotene Fracht. Du vermisst Fracht, aber heute ist der Liefertag. Wem sagst du das? Oh Mann, wenn es herauskommt, was ich hier gelagert habe. Moment, was hast du denn da drin gelagert? Naja, nichts Besonderes. Bitte, du musst mir diese Kisten wieder beschaffen. Ich habe gehört, dagegen treiben sich Störenfriede rum. Bestimmt waren die das. Störenfriede? Was für Störenfriede? Na, solche, die Frieden stören, wie der Kerl da drüben. Oh, das ist der Dieb, entkommt. Oh, 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 shit. Oh, der entkommt mir nicht, ey. Der kriegt einen aufs Maul hier. So. Na, kommst her? Also, du hast mir jetzt was zu sagen. Das Löwensymbol, das ist Vogus Frost. Ich bin hier, um das zurückzuholen, was du uns gestohlen hast. Bist du Vogus Schläger oder was? Oder sowas, wenn es nötig wird. Moment, was stinkt da so? Ist ja furchtbar. Hm? Ja, was zum Teufel ist das? Oh. Oh, ein paar Nevis. So, komm her. Komm her. So. Oh, kommt her. So. Noch mehr von denen. Okay. Gravitationskick. Drücke R1, um zu schweben und richte dann das Fadenkreuz auf einen Gegner. Zerstört ein Zielkreuz. Dann kannst du mit Viereck einen Gravitationskick starten. Okay. Es ist schwierig, schnelle Gegner mit Gravitationskick zu treffen. Tritt dann zu, wenn sie anhalten. Okay. So. Oh. Da habe ich, glaube ich, ein bisschen verkackt. So, egal, jetzt. So. Ah, Kacke. So. Du kommst mal her. Okay, nochmal zurück, ausweichen. Mal und weg mit dir. Es sind so viele, ich muss was anderes ausprobieren. Besiege mit einem Spezialangriff. Spezialangriff! Oh, komm her. So. Oh, oh. Der will es wissen. Der will es wissen. So, komm her. So, Bubba. Oh. Besiege den Riesen-Nevi. Okay. So, komm rüber. Dann kann ich irgendwas gegen dich so richtig machen? So, ich komm mal rüber hier. Oh, okay. Ich glaube, meine Kicks so bringen nichts. So, komm. So, Spezialangriff. Das war mal chillig, ey. Das war der letzte. Genau, Cat. Zwar war es mir gelungen, Wurzel und Fratius in Dorm Kampf gegen Nevi wurde sie zerstört. Viola, du das Set, le du son Kino. Okay. Danke fürs Spielen. Bis bald.
Ja, sozusagen haben wir jetzt die halbe Demo durchgespielt. Allerdings, und das ist, was René erst kürzlich entdeckt hat, also 100% Gamer. Es gibt ja noch eine zweite Route, die man wählen kann. Ja, okay, können wir das überspringen? Das werde ich wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich überspringen und so. Und dann werde ich da gleich nochmal zurückkommen. So, sind wir wieder? So, diesmal für erfahrene Spieler. Dies ist die Strecke für erfahrene Spieler. Es ist keine Steuerung. Ja. Es ist alles in Ordnung. So, und jetzt müssen wir erstmal natürlich das wieder machen. So. Ja, das wissen wir schon. Das wissen wir alles schon. Und da sind wir wieder drin. Jetzt gibt es ja das Tutorial hier. So. Ich will mich jetzt noch mal hier ein bisschen umgucken. Gibt es hier noch irgendwas so? Weil ich kann mir eigentlich vorstellen, bei so einem Spiel, dass es hier irgendwas Schönes gibt, was man sich holen kann. Oh. Okay. Kann ich da hoch? Ah, ich könnte da hoch. Chillig, so. Überspringen. So. Es soll eigentlich so ziemlich alles gleich sein, bis auf das Ende angeblich. So, ja, erstmal ein bisschen umgucken in der Stadt. Erstmal so ein bisschen die Stadt. So, kann ich eigentlich die Leute hier treten? Oh. Also ein bisschen Chaos anrichten, weil ich's kann. Oh. Flieht vor mir! Meins! Ah, bist du einfach mal Chaos und Schiff. Ey! Das gefällt mir alles hier nicht. So. Ja, komm her. Komm rüber. So. Ihr geht jetzt erstmal alle nach Hause. Ja, dass du den Kick jetzt bekommen hast, war nicht meine Schuld. So. Komm rüber, Junge. Weg mit dir. So, in der Luft. Ja. Ich weiß, ich kann zwar Würfe machen, aber ich mache ein paar Gravitationskicks. So. Aber bei dem muss ich das aber, glaube ich, machen. So, kann ich dich mal sehen? Ich will jetzt nicht nur Kätzchen im Visier haben. Oh, ich habe ihn getroffen. Nice. So. Jetzt kriege ich wahrscheinlich meinen Gratis-Spieß wieder. Ja, das sollte es gewesen sein. Obwohl. Oh Mann. Oh. Oh, nee. Jetzt was anderes. Ist doch etwas anderes. Jetzt müssen wir keinen Spieß hinterherlaufen. Oh, jetzt sind wir schon direkt bei Bogo. Verbotene Fracht. Okay, das ist genau das gleiche. Okay, das ist angeblich das gleiche. So, Zusatzepisode Verbotene Fracht. Okay, das wissen wir auch noch. Okay, das ist der Dieb angeblich. So. So. Gravitationskick in die Fresse. Ich frage es jetzt, man muss jetzt halt diese Möwe verfolgen, aber passiert jetzt dann wirklich etwas anderes? Okay, das ist die Fracht. Jetzt stinkt es wieder etwas. Okay, wieder ein paar Nevis.
So. So, komm rüber hier. Komm rüber. So, noch mehr. So, Gravitationskick wissen wir ja schon. So, komm rüber. Und du einmal noch auf. So, fertig. Oh, mehr von euch. Okay. Ihr wollt nicht so einfach krepieren, ne? Die sind so raffiniert, dass ich kaum treffe. Nach oben streichen. Oh, okay. Lunar-Stil. Wurmlochkick. Richte beim Schweben, Kampf im Lunar-Stil das Fadenkreuz auf einen Gegner mit dem Zielkreis und einen Wurmlochkick zu starten. Wurmlochkicks eignen sich gut, um schnell Gegner auszuschalten. Nach einem Treffer kannst du noch maximal 3 weitere Male Viereck drücken, um einen Angriff zu wiederholen. Okay. So. Oh, oh shit. Oh, okay. Das gefällt mir schon. So, komm rüber. So. So, danke. So, du komm auch nochmal rüber. Oh, ich glaube, ich muss mal aufhören. Erwischt. So. So, antippen. Achso. Irgendwas ist faul an dieser Fracht. Oh ja. Zerstöre die Fracht. Oh yeah. Key stellen. So. Okay, alles ist schön. Ich muss zurück zu Vogue und ihm sagen, was mit seiner Fracht los ist. Irgendwas an der Sache hier stimmt nicht. Okay, das ist wirklich etwas anderes. Das ist mal chillig. Ich muss schnell zu Vogo. Okay, wo ist der Pier nochmal? Ah, da hinten. Alter, 270 Yards? Ist das eigentlich jetzt Yards oder was ist denn das? Also ich bin jetzt schon ein bisschen gespannt, jetzt was noch passiert. Wusste ich's doch. Oh. Oh, Vogo, was versteckst du? Was hat das für ein Zeug in deiner Fracht? Steckt das hinter all dem? Oh, naja, das ist, gut, dann sehe ich eben selbst nach, was du versteckst. Warte, tu das lieber nicht. Oh, Vogo. Darfst niemals eine Frau wütend machen. Oh, ich sollte jetzt erstmal hoch. Oh, 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 oh. Muss schnell nach oben. So. So, komm rüber. So, jetzt gibt's Beinarbeit. Ey! Ey, du, ihr haut mich jetzt hier nicht um. So, hier gibt's nämlich Beinarbeit vom Feinsten. Und jetzt gibt's hier Mörder-Kombos. Darf ich auch mal bitte treffen? Ey, ohne Witz. Wie ist es eigentlich, dass ich Ludwiger kaum treffe hier? So. Alter, ohne Witz. Es ist so schwer, hier was zu treffen im Spiel. Vor allem mit so einer Kamera. Oh oh, das war nicht gut. Oh.
Das hätte böse enden können. Ich glaube, ich habe Möbel jetzt einfach so. Das ist, glaube ich, echt die beste Methode, die ich kenne. Oh, ihr könnt euch sogar gegenseitig schlagen, das ist gut. Alter, wie viele von euch kommen denn hier bitte? So, Spezialangriff. So, kann ich mal runter? Danke. Aber ich muss wahrscheinlich jetzt locker so von hinten. Oh. Ach so. Oh. Das hätte ich die ganze Zeit machen müssen. Egal, Jupiter-Stil. Sturmkick. Beim Kampf im Jupiter-Stil. Jupiter-Stil kannst du viel gedrückt halten, beim Schweben Energie aufbauen und dann. Ah, okay, sozusagen mache ich einen Stampfer nach unten. Oh, jetzt endlich mal. Oh shit. Das hätte ich die ganze Zeit machen müssen. Mann, ganz ehrlich, da brauche ich jetzt auch mal so ein bisschen um. Oh, egal. Vogo, was war in diesen Kisten? Nur etwas synthetische Gravitationsenergie. Eine kleine Menge reicht lange aus. Das einzige Problem ist der Geruch. Er lockt Nevi an. Deshalb wurde sie verboten. Oh, ach ja, die Garnison hat Wind davon bekommen, was ich tue. Und als ich alles vertuschen wollte, fiel der Verdacht irgendwie auf die Bunkersiedlung. Und naja, jetzt wird die Garnison sozusagen alle verhaftet. Was? Wie konntest du nur? Oh. Und du? Bisschen Spast, ey. Mein Leben ist auch nicht gerade beste. Kann ich mich hier eventuell heilen oder so? Weil ich will jetzt nicht hier krepieren oder so. Grüner Kristall sieht gut aus. Oh, das sieht sogar sehr gut aus. Oh, besiege die Soldaten. So. Auch ernsthaft? Oh, darf ich mal hoch? Danke. So. Oh. So, runter mit euch. So, euch mache ich jetzt so fertig. Oh, 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 Kacke. Kommt rüber. Ach nein, Lebenskristall. Nein. Kommt noch mehr von euch? Scheint wohl nicht so. Oh. Ey, ey. Oh, danke. Raven! Hab dich durch die halbe Stadt brüllen hören. Ich nehme an, diese Typen müssen ausgeschaltet werden. Oh, danke. Danke dir, Raven. So, komm rüber. Komm rüber, Junge. Oh, Lebenskristall. Oh, okay. Du siehst mir ein bisschen. Siehst du ein bisschen fett aus, Junge? Danke, Raven. Und auf dich. Oh, ernsthaft? Ich hab verfehlt. Ich hab einfach mal verfehlt, so.
Oh. Kacke. Okay, ich sollte vielleicht normale Kicks nur machen. Oh, nein, nein, nein. Oh, kann das Spiel nicht einfach so machen, dass das mal was ich will? So, anhalten. Und zielen. Oh oh, oh oh. Nicht gut. Also ich muss wirklich sagen, ich stelle mich hier gerade echt wie so ein Volltrottel an. Aber irgendwie klappt es auch. Oh, das hätte ich vielleicht nicht tun sollen. Erstmal ausruhen. Lunar-Style. Mal sehen, ob der was bringt. Oh, Raven hat ihn alleine gemacht. Ah, da gibt's noch ein paar. Oh, die Scharfschütze. Okay. Hm. Hey Raven, hast du keinen Hunger? Jetzt, wo wir fertig sind, können wir uns doch einen Lao-Spieß gönnen. Die sind spitze, jede Menge saftiges, leckeres Fleisch. Ich glaube, wir sind noch nicht fertig. Da kommt irgendetwas. Ach du Scheiße. Ja gut, besiege die Heimwaffen der Soldaten. Alter, die Zerstörung, ey, ey, die machen echt nicht halblang. Okay. So. Generatoren? Kein Ding, doch. Bringt das vielleicht etwas? Nein, bringt nichts wirklich viel. So. Komm rüber. Okay, jetzt hat er es gebracht. Oh, Kern auf den Rücken. Gut, da habe ich eine Idee. Oh, na super. So, normal. Oh, haben wir noch ein bisschen Schaden? Also ich glaube, ich weiß jetzt, wie ich den besiegen kann. So. Aber erstmal das Bein angreifen, so. Hoch. Komm. Ein Angriff haben wir noch Zeit. Oder auch nicht. Kacke. Hoch, schnell hoch. Vielleicht kriege ich noch was ab. Oder ich bugge wieder mal. Was mache ich hier gerade? Ey, Raven macht den gerade hier solo. Ey, Raven, ich will auch was abhaben. So. Okay, ich muss mal hinten angreifen. Oder Raven macht ihn einfach mal solo. Oh, Gegner zentrieren. Oh, Touchpad setzen. Oh, letzten Schlag. Oh shit. Ja, chillig, ey. Die Unschuld. Oh. Viola, du lasst Plötzung kennen.
Na gut. Das war die Gravity Rush 2 Demo. Ja. Ich muss sagen, mir hat sie gefallen. Auch wenn ich der übelste Kacknoob bin. Aber mir hat's gefallen. Auch wenn ich die Steuerung sehr gewöhnungsbedürftig finde. Oder zumindest alles halt mit der Gravitation und so allem. Hat es mir trotzdem sehr gut gefallen. Und ihr könnt euch bei René freuen, denn er wird das Spiel nämlich irgendwann let's playen. Irgendwann, wenn er das Geld hat. Der Junge ist nämlich so ein bisschen so hinten, was das alles so angeht und so. Aber dennoch, in dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, meine lieben Zockfreunde, und bis zum nächsten Mal. Haut rein!